Hallo zusammen zu einem neuen Vlog wieder aus dem Landtag Brandenburg und jetzt zu einem anderen Thema, nämlich der Frage, wie geht es eigentlich weiter im OB-Wahlkampf? Ich werde in den letzten Tagen häufig gefragt, wie es jetzt weitergeht, was passiert jetzt eigentlich? Wir haben auf unserem Neujahrsempfang das Programm vorgestellt, ich habe erklärt, wofür ich stehe, was ich mit diesem Programm erreichen will, was meine Vision von der Stadt ist und was mich leitet bei dieser Kandidatur. Ja, ich habe das Programm offiziell vorgestellt. Ich habe einen Film vorgestellt, in dem ich meine Gedanken zu Frankfurt-Oder preisgegeben habe, wie ich die Stadt sehe und empfinde vor allen Dingen. Und nun ist ja die Frage, was passiert denn bis zum 4. März, wenn dann die Wahl stattfindet? Ich kann natürlich nicht alles verraten, aber ich kann so viel sagen, die nächsten Tage und Wochen sind völlig vollgepackt mit ganz, ganz vielen Terminen. Wer die Kandidaten kennenlernen will, der wird dazu auf jeden Fall Gelegenheit haben. Es ist zum Beispiel so, dass in den Zeitungen jeweils Texte und Interviews erscheinen, wir Fragen gestellt bekommen, die wir beantworten müssen. In der Märkischen Oder Zeitung gibt es ja zum Beispiel so eine Reihe, die da eröffnet wurde. Andere Zeitungen wollen das auch noch machen. Im Frankfurter Fernsehen wird es eine Art TV-Duell geben und auch eine Serie mit Porträts über die Kandidaten wird dort entwickelt werden. Wir haben eine Reihe von Podiumsdiskussionen, also in dieser Woche sind es alleine zwei Podiumsdiskussionen. Am Donnerstag hat die FDP eingeladen zu einem Forum, am Freitag der AStA. Dann kommen Gesprächsrunden mit der Handwerkskammer, aber auch mit Kulturvereinen, mit Unternehmern. Es gibt so ganz verschiedene Runden, die eingeladen haben und die Kandidaten kennenlernen wollen. Auch die Märkische Oder-Zeitung macht ein großes Forum nochmal mit den Kandidaten, relativ kurz vor der Wahl. Also es wird eine Reihe von Podiumsdiskussionen geben, wo man die Kandidaten und ihre Positionen auch kennenlernen kann. Mit Einschränkungen, weil ich finde immer bei diesen Diskussionsrouten, das ist ja so, da hat jeder Kandidat am Ende vielleicht 12, 13 Minuten über den ganzen Abend gehabt, um seine Position vorzustellen. Und das ist wenig Zeit, um wirklich ein komplexes Bild zu den Kandidaten zu bekommen. Und ich höre dann immer, wie Leute rausgehen aus den Veranstaltungen und sagen, naja, so viel schlauer als vorher bin ich dann auch nicht. Und das liegt ein Stück weit an dem Format, wie man das gestaltet. Man muss auch Glück haben mit der Moderation, mit den richtigen Fragen. Naja, also all das wird sich dann zeigen. Es werden natürlich auch Plakate gehangen ab. Ich schätze mal, Anfang Februar werden die Kandidaten anfangen, auch Plakate zu hängen. Ja, und allerhand Werbematerialien werden auch produziert. Das ist aber, glaube ich, nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass man ins persönliche Gespräch kommt und die Kandidaten kennenlernen kann. Da haben wir also einiges vor. Wir werden auch wie immer sehr aktiv sein hier in den sozialen Netzen. Es wird Livestreams geben. Wir werden wie immer berichten darüber, wie der Tag abläuft, wie meine Arbeit abläuft und euch da teilhaben lassen, mit einbeziehen in den politischen Alltag, so wie wir es später im Rathaus, wenn die Wahl dann für uns zu unseren Gunsten ausgeht, auch vorhaben zu tun, das alles transparent zu machen, dass man nachverfolgen kann, was getan wird, warum es getan wird, wie es gemacht wird. Das halte ich auch für einen ganz entscheidenden Punkt in der Art des Politikstils und des Umgangs mit den Menschen. Da wollen wir ja einiges ändern. Ja, soweit vielleicht ein paar Informationen. Manches behalten wir noch für uns, damit ja, wir noch für ein paar Überraschungen sorgen können. Aber ihr könnt ganz sicher sein, dass in den nächsten Wochen, es sind noch 6, 7 Wochen bis zur Wahl, noch einiges stattfinden wird und jeder die Chance haben wird, sich zu informieren dazu, welche Person die Geschicke dieser Stadt in den nächsten Jahren hauptverantwortlich auch zu tragen hat. Und das ist eine wichtige Entscheidung und ich hoffe, dass möglichst viele Menschen auch zur Wahl gehen, weil ein Oberbürgermeister kann bei allen Rahmenbedingungen, die natürlich auch durch Bund und Land vorgegeben sind, aber ein OB kann tatsächlich sehr viel auch veranlassen, sehr viele Möglichkeiten zu entscheiden, gemeinsam mit der Stadtverordnetenversammlung, aber auch zum Teil ganz alleine. Das ist schon eine Position, in der man tatsächlich viel Einfluss auf die Geschicke der Stadt hat. Man kann nicht alles von einem Tag auf den nächsten ändern und kann auch nicht alles alleine lösen, aber man kann, glaube ich, die richtigen Leute an den Tisch holen und dann Dinge auf den Weg bringen. Und da gibt es einiges zu tun. Ich freue mich auf euer Mittun, ich freue mich über euer Interesse. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, dann einfach rein damit in den Kommentaren. Ich versuche auch alles zu beantworten und darauf einzugehen. Ja, und sage bis zum nächsten Mal. Auf bald!